Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black, und immer noch auf Amu. Das heißt, hier in dieser Ausnahme, Ausnahme-Amu-Folge oder Amu-Runde. Ganz amorös bin ich unterwegs. In dieser Ausnahme-Amu-Runde werden wir mal ganz ausgenommenerweise die Amus ausnehmen. Nee, die Mechaniker, um ein bisschen voranzukommen. Ich habe eh vor, eine größere Aufnahme zu machen. Ich muss eine größere Aufnahme machen, gut über den Winter zu kommen, um es mal so zu sagen. Also um gut Mechaniker, beziehungsweise um gut halt vorwärts zu kommen. Und da habe ich gedacht, na gut, wir haben ein paar Amus geschenkt bekommen. Die habe ich zwar jetzt nicht genommen, aber wir haben ja noch jede Menge andere einstecken. Aber die Amus, die wir geschenkt bekommen haben, die können wir auch einsetzen. So, Punkt. Flimm. So, 10 haben wir schon eingesteckt. Ihr wisst schon, was ich meine. 10 Mechaniker haben wir schon erledigt. Das sind die nächsten. Mal gucken, komme ich hier ran. Ja, das funktioniert. Gut, nehmen wir die auch nochmal. Hätten wir schon über die Hälfte für die erste Runde. Und die erste Minute ist noch nicht rum. Wenn du bedenkst, wie lange wir da normalerweise dran hauen, ne? Und ich wollte jetzt nicht sagen früher, weil früher ist, wenn wir es nicht schaffen, dieses Level-Up, ist früher dann auch die Zukunft. Aber die Möglichkeiten sind da, dass wir ein Level-Up schaffen. Weil, wie gesagt, 2 Stunden will ich am Stück machen. Das sind eigentlich 8 Folgen. Ich bin jetzt in Folge 3. Und wir haben, sagen wir 10% mindestens. Also 10% haben wir Minimum schon geschafft. Mit Schwierigkeiten, die wir vielleicht noch ausbügeln können sogar, müssen wir gucken. Wenn das möglich ist, dass wir die Schwierigkeiten ausbügeln, dann sehe ich da absolut keine Probleme mehr. So. Einfach mal kurz abgeben gehen. Sehr schön. Schrott verkaufen. Jo, natürlich will ich das. Nächsten Schrott wieder reinholen. So. Okay, nächste her, dieselbe Dame. Die kann ich zweite nehmen. Na, das war so klar. Ja, Handwerksmeister mit reingehand. Was willst du machen? Gucken wir mal, dass wir das möglichst heil überstehen. Das war aber halt auch, dass der zufälligerweise genau zu dem Zeitpunkt angerannt kommt, wo ich hier am Kloppen bin. Das ist voll, wo ich meine AOE reinhaue. Das ist voll ärgerlich. Muss aber auch zugeben, das war ein bisschen riskant von meiner Seite her. Nun gut, was willst du machen? Jetzt haben wir eine am Arsch. Jetzt müssen wir mitleben. So, müssen wir nur hoffen, dass er nicht noch, einen Astan mit dazu holt. Sich, als Verstärkung und so. Weil alleine hat er ja keine Chance gegen uns. So, den haben wir. Einmal so. Aha. Nein, nicht noch ein zweites Mal hinterher. Ist egal. Ist jetzt, wie es ist. So, halb runtergekloppt haben wir das schon. Das ist ja auch schon mal was wert. Okay. Also im Moment kommen wir ganz gut durch. Hast dann wieder den Typen wieder gestunt. Solange es nur einer ist, ist alles gut. So, jetzt sollten wir langsam wieder laufen. Die Mütze kommen wieder. Okay, dann machen wir das eben auch. Und schauen mal, wie weit wir kommen, ohne zu sterben. Möglichst weit, hoffe ich. Ich werde mir jetzt natürlich absichtlich nicht ganz so viele Mechaniker holen. Das heißt, die Runde wird ein bisschen länger dauern. Aber der Handwerksmeister, der gibt halt gut Stoff und gut Schaden. Deswegen bin ich auch gut dabei, den durchaus mal einzeln zu kloppen. Die Bombe könnte ich durchaus mal mit draufhauen. So. Ich will möglichst Tränke sparen, ne? Das merkt man halt auch. Deswegen bin ich hier wirklich manchmal ein bisschen kurz vor knapp. Den Mechaniker haben wir platt. Das ist was wert. Hat er irgendwas gedroppt, was wir brauchen könnten? Gucke ich jetzt auch nochmal in der Runde. Ja, immerhin eine Kanone. Das ist auch was wert. Danach war es wenigstens nicht ganz umsonst. Auch wenn die Astan-Kanonen jetzt nicht unser Primärziel sind. So. Und nochmal zurück. Den Mechaniker auch gleich mitnehmen, mit Glück. Wandestück haben wir da immerhin von den nebenbei noch mitgekriegt. Schön. So. Und hepp. So wie Astan, du läufst.
So. Nö. Juhu, geschafft. Okay, das reicht eigentlich, was wir an Hintern haben. Deswegen kehren wir mal ganz vorsichtig um und gehen wieder abgeben. So. 29. 30. Noch jemand? Tatsächlich. Ein kleiner Micha. Okay. Schrott verkaufen. Wo ist er denn? Schrott verkaufen. Okay. Und die nächsten Mechaniker. So. Nehmen wir gleich mal diese Runde hier. Nur aufpassen, dass wir diesmal den Handwerksmeister da nicht mitzippeln. Wäre mir ein Bedürfnis, den zu umgehen. Ja. Gucken wir mal, ob wir alle beide bekommen haben da. Ich habe extra knapp angesetzt. Oh. Dass man als Jäger so gut zielen muss hier. Sich die Mobs ausklauben, die man hauen will. Und alle anderen drin stehen lassen. Ja, das ist die Kunst hier. Das ist die Kunst. Und ein bisschen künstlich sind wir unterwegs. Okay, das ist gut. Nicht immer, aber immer öfter. So. 9 von 30, das heißt, wir haben schon wieder zur Führrunde 3 diese Runde, diese Folge. Die ersten, ja, fertig. Cool. 15, 16. Den Architekten machen wir weg. Nehmen uns dafür mal die Mechaniker raus. So. 16 von 30. Wenn du bedenkst, für die haben wir ganz am Anfang eine Folge lang gekloppt. 15 Minuten am Stück. Einfach so. Das war schon heftig. Geht jetzt schon ein bisschen besser, muss man zugeben. Gott sei Dank. Muss man auch zugeben. Den Astern stehen lassen. Dankeschön. So, hier lang. Das reicht eigentlich mit allem, was wir am Hintern haben. Kommen wir locker und fleißig auf der 30. Das heißt, wir gehen mal hier entlang. 28. 29. Ja, locker und fleißig nicht, aber ja, einen Überschuss hat man. Gut. Gut gerechnet. Quest beenden. Und direkt nochmal annehmen. Dort. Okay, Mechaniker der Arkroute. Nächste Runde. Das ist aber auch wirklich hier, wie gesagt, dass du so knapp zielen musst. Teilweise ist schon mehr kritisch, kann man es durchaus nennen. Ja. Okay. Mal gucken, dass man keinen Astan mit erwischt. Und auch nichts anderes, was ordentlich DMG macht. Das ist durchaus nötig. 35 auf jeden Fall ist. Es geht voran. Wir kommen vorwärts. Nach und nach. Wir haben, glaube ich, schon 50% erledigt. Nach und nach, ja, kriegen wir durchaus den einen oder anderen Prozent hin. Weiß nicht mehr, was wir jetzt angefangen haben. Wir sind jetzt auf jeden Fall über, ja, über 50%. Gut, 51 haben wir. Also 51% kann ich ja mal rechnen. Wie viel wir, beziehungsweise ich sollte mal am Anfang der anderen Folge gucken, wie viel wir schaffen. Der Astan guckt so böse. Hat uns aber zum Glück nicht gesehen. Okay, nehmen wir die noch mit. Die Nase juckt, die Nase juckt. Okay. 14. So. 17. So. 20, nur noch 10 Stück. 10 kleine Ass, Michalein, die hauen wir jetzt um. Und kommt noch ein Astan mit herein, dann schauen wir recht um. Ja, so. Okay, wir haben 6. Also, 4 brauchen wir noch, so ist richtig rum. Die zählen nicht, nehme ich hier mal die 4 raus. Blum. Blum. Kommt mit, ihr kleinen Menschlein. Also, Berglein. Ich sehe gerade, wir müssen auch irgendwann mal tanken fahren, weil die Steine doch arg abnehmen.
glücklicherweise nicht so arg die Tränke, wenn man es richtig anstellt zumindest. Und ja, ich denke mal, irgendwann werden wir tanken fahren. Aber eine Runde schaffen wir auf jeden Fall noch. Vielleicht mache ich das Ende dieser Folge, damit wir vorankommen. Annehmen. Okay. Wir gehen hier rum, weil da sind ja auch zwei. Soll man nicht missen. Mhm. Guck mal, die Architekten können wir stehen lassen. Das ist sehr schön. Mhm. Hier können wir einen stehen lassen. Der zweite kommt uns hinterher. Macht aber nichts. Haben wir nicht so viel Initialzündung am Anfang drin. Das ist auch okay. Mhm, mhm, mhm. So, die nächsten. Alle zu mir. Alle hinter mir her. Juhu. Hui. So. Wenn wir den Architekten jetzt mitnehmen, ist nicht mehr so schlimm. Weil die ersten von der Runde haben wir ja eh schon platt. Sehr gut. 9 von 30. 11 von 30. Ha. Na, das ist endlich mal wieder richtig kiten. Aber ja, wie gesagt, man darf, man muss sich vor Augen halten, das hier geht nur, weil ich Ammo drin habe. Und ich habe Ammo drin nur, weil ich welche geschenkt bekommen habe. Und weil wir noch jeden Haufen davon im Inventar haben. Sonst würde ich bei einer WDH niemals ein Ammo einsetzen. Also Leute, wie gesagt, ich halte die Quest nach wie vor für ein bisschen zu overpowered. Zumindest vom Schaden her sind die doch ziemlich heftig. Selbst in Gruppe wird es ja schwierig, wisst ihr ja. Wenn man mehrere Leute in Gruppe ist, dadurch, dass Fiesta leider die Server immer leerer werden, zumindest die auf den Servern, hat man nicht mehr ganz so viele Gruppen. Liebes Gamigo-Team, vielleicht könntet ihr mal da ein klein wenig den Schaden reduzieren, das wäre schön. Dankeschön. So, gut, nützt mir vielleicht jetzt nicht mehr so großartig was, aber beim nächsten Mal vielleicht. So, wir haben noch, zwei brauchen wir noch. Na gut, dann machen wir das so, nehmen den hier, gehen zurück. Und hauen auf dem Rückweg vielleicht noch irgendwo ein, den wir noch finden. So. Machen sie. Kling, kling. Was? Achso, nur. Nur. Dingens. Naja. So. Gucken wir uns den hier hinten aus. Komm raus, mein Freund. So. So, erledigt. Ich gehe mal kurz auf Freitier. Und werde den nächsten Schrott verkaufen. Und werde wiederum den nächsten Schrott annehmen. So, so, so. So. Und gehen natürlich auch wieder kurz vom Reit hier runter. Gut. Nächste Runde. So, die zwei nach Möglichkeit wieder auslassen. Klappt gut. Hier nach Möglichkeit wenigstens einen auslassen. Das klappt nicht so. Puh, Glück gehabt. So. So, okay. Los geht's. Was sagen die, die Bolzen, wollte ich sagen, die Steine. Die Steine sagen, wir haben noch 80. Also ist im Moment keine Gefahr. Das kriegen wir hin. So. Lalalala. So, 8 von 30. Auch gut. Vielleicht könnte man das nächste Mal eine T5-Rolle draufhauen, Sprint, und noch mehr Steine bzw. Tränke sparen, weil man dann ja auch schneller unterwegs ist. Das wäre eine Option, müsste man gucken. Allerdings bin ich mit T2 eigentlich ganz zufrieden bis jetzt. So, die zwei, ich hätte erst die da hinten einhauen sollen, aber okay. Was will man machen? So. Hopp. Und hopp. Da stehen schon die zwei ersten Michas wieder rum. Frisch ans Werk, kleiner Zwerg. So. Und du auch. Und hier den nächsten. Hui. Dennoch, wie gesagt, man muss aufpassen, wo man hinguckt und wo man hinschießt. Deswegen ist das kein Brain-AFK-Gekiten hier, wie ich es so gerne mache. Und wo ich dann nebenbei was erzähle. Ich hätte genug zum Erzählen im Moment, ja, aber es ist verdammt schwierig hier irgendwie irgendwas zu erzählen, was mich vollkommen vom Spiel ablenkt. Deswegen lassen wir das am besten. So, 28. Wir können eigentlich direkt zurücklaufen. Oh, Schuhe. Schuhe kann man immer brauchen. So. Also, ich nicht, der NPC. So. So. Okay.
Weißt du was, komm. Die zwei hauen wir nochmal schnell um. Und dann würde ich sagen, gehe ich noch zurück nach Bera. Hol mir, oder wie lange laufen? Ja, die Rollen laufen auch gleich aus. Dann werden wir nochmal, ja, weißt du was, um die Rollen voll zu nutzen, werde ich jetzt nochmal hier durchrennen. Eine kleine Runde mitnehmen und danach nach draußen switchen. So ist es. Dann haben wir die Rollen voll ausgenutzt, können dann direkt uns rausporten. Das wäre vielleicht auch keine dumme Geschichte. Und wenn wir das gemacht haben, haben wir gewonnen. Also gehen wir erstmal Steine tanken. Und vielleicht irgendwelchen Scheiß verkaufen. Aber uns beeilen, denn Amus laufen. Müssen schnell machen. Müssen schnell machen. So. Lalalala. Lalalala. So. 10 Stück. 11. 12. Eigentlich schaffen wir eine Minute noch. Das heißt eigentlich 2. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir haben ja hier die 2 noch. Nein! Juhu! Das war scheiße knapp. Meine Fresse. So. Wir probieren es nochmal. Komm. Ich habe nicht so viele Rollen. Ich muss ein bisschen was herstellen irgendwann mal. Ich bin momentan aber ein paar habe ich noch. Aber man sieht ja, wie oft das und wie schnell die mal alle werden können. Insofern, machen wir weiter. 15 von 30. Aha. So, 16 von 30 ist auch okay. Mal gucken, ob wir die Runde noch fertig kriegen. Werden wir sehen. Ich hoffe das Beste. Ich halte immer ein Auge drauf. Noch laufen keine Sekunden. Das dürfte eigentlich laufen. Also gehen, funktionieren. Dann haben wir eine Runde mehr gemacht, als ich eigentlich wollte. Obwohl, ja, wie gesagt, wir hatten dafür auch eine kurze Folge. Das ist, ich denke mal, da wird mir keiner böse sein, wenn ich jetzt die Folge mal 2 Minuten länger mache. Lalalala, die Architekten. Die es nie checkten. Weil sie verreckten. So. Okay. Dann gucken wir mal. 27. Einer fehlt, glaube ich, noch. So. Komm mal her, Junge. Ich brauche dich mal hier auch schnell zum Tod gehen. Ja. So. Okay, haben wir. Gebe ich auch direkt mal ab. Quest beenden. Nehme ich auch direkt mal an. Okay, wir haben geschafft in dieser Folge, also mindestens 6%. Das ist okay. Malle ist auch down. Vor Schreck habe ich ihn in die Flucht getrieben. Oder jemand anders auf jeden Fall. Jedenfalls zoll ich den Respekt. Schön gemacht. Ich würde sagen, wir beenden hier die Folge. In der nächsten Folge gehen wir schnell Steine holen. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.